So, herzlich willkommen zum Playbash PSP Go Video. Hier ist sie, die PSP Go. Wie ihr schon sehen könnt, ist sie ein bisschen kleiner geworden. Aber bevor ich euch ein bisschen davon zuschwalle, wollte ich einem Unpackage-Video aus dem Weg gehen und. Einen kleinen Moment. Wollte euch zeigen, was in der Packung ist. Aber um es mal ein bisschen förmlicher auszudrücken, beziehungsweise ein bisschen knapp zu halten, das da und das da ist bis auf die Media Go CD und die Bedienungsanleitung alles, was ihr bekommt. So, bevor ich denkt, das ist ein richtig kurzer, komischer Stecker, den man hier bekommt, ist ganz easy. Ihr habt euer neues Kabel, wo ich gleich drauf eingehe. Und da steckt ihr einfach den USB-Port in den Stecker rein. Und schon habt ihr euren Stecker. Und das Coole daran ist, wenn ihr mal verreist, also ihr braucht ihr nur diesen Adapter zu besorgen. Und dann könnt ihr eure PSP Go überall aufladen. So. Jetzt kommen wir mal zu den krassen Änderungen. Das wären zum Beispiel, abgesehen von der Größe, wie wir sehen können, ist sie ein bisschen kleiner geworden. Aber dafür, finde ich, ist erstmal das Display heller als das von der. Oh, das muss ich gerade mal umstellen. Ist das Display ein bisschen heller als bei der PSP 3000? Und ja, wie gesagt, ist ein bisschen kleiner geworden, aber dafür ist das Bild ein bisschen schärfer. Gucken wir, ob wir das ein bisschen auf die Videokamera kriegen. Ne, kriegen wir nicht. Egal. Natürlich ist noch hinzugekommen die Bluetooth-Funktion und der interne Speicher. Und natürlich gibt's nicht mehr. Ja? Was können wir jetzt noch Krasses dazu sagen? Ach genau, die kommen wir erstmal zu den Veränderungen von den Tasten. Da haben wir auf einmal hier die PlayStation-Taste und die Volume Control, die Bildhelligkeit und so weiter. Ist alles ja hier unten wie gewohnt. Haben sie ein bisschen verteilt. Hier ist Volume Control, hier ist der Equalizer und hier ist die Bildschirmhelligkeit. Select und Start haben sie jetzt einfach hier unten hin verlegt. Wo wir jetzt auch schon zu den Tasten kommen, die kennt ihr ja wie gewöhnlich, sind die schon, stehen die schon ein bisschen ab. Fand ich auch ein cooles Feeling. Haben sie meiner Meinung nach ein bisschen verschlechtert, indem sie einfach die Tasten ein bisschen dünner gemacht haben und die fühlen sich auch ein bisschen anders an. Und ja, die haben die Bumper erneuert. Ist auch, die sind zwar immer noch ein bisschen wackelig, aber sie sind stabiler. Das Ding fühlt sich auch ein bisschen stabiler an. Von der Verarbeitung her, was ich sehr cool finde, das knatscht mir ein bisschen zu viel rum. Aber finde ich auch nicht schlimm, kann ich mit leben. So, was noch hinzugekommen ist, ist bis auf die Bluetooth-Funktion, die ich euch jetzt ein bisschen näher bringen werde, wir können jetzt mit der PSP Go und Six Axis und DualShock Controller spielen. Ich habe jetzt einfach mal einen DualShock genommen, weil wenn ich das Ding schon benutze. So. Was ihr machen müsst, um den Controller zu benutzen, auf jeden Fall braucht ihr erstmal eine PS3. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann schließt ihr. Geht ihr erstmal, glaube ich, in die Bluetooth-Einstellung. Ich habe schon wieder fast vergessen, obwohl ich es vorhin gemacht habe. Bei Bluetooth-Geräte verwalten, neues Gerät registrieren, genau. Und da steht ein PS3-Systemcontroller registrieren. Und da steht auch, was ihr braucht und wie ihr es zu tun habt. Das ist sehr gut gemacht. Kann man nichts falsch machen, finde ich. Und es geht auch alles ohne Bestätigung oder Abbrechen. Also ihr braucht einfach nur dann die Sachen zu machen, die da stehen und dann ist es auch getan. So.
Kommen wir mal in die Standby-Sicht und aktivieren mal unseren Controller. Wie ihr jetzt sehen könnt, kann ich mit meinem Controller die PSP, obwohl sie geschlossen ist, benutzen. Und es geht auch alles. Natürlich brauchen wir nur einen Analogstick und die äußeren Bumper. Gucken wir mal, ich habe jetzt schon mal ein Mini runtergeladen. Das ist nämlich Tetris. Und funktioniert recht gut, präzise. Ah, ist schon wieder alles voll geditscht. Das kommt halt von diesem schönen blanken Design. Von diesem Klavierlack-Design. Der Akku ist jetzt intern verbaut. Ich hätte gedacht, dass die WLAN-Stärke des der WLAN-Empfänger von der PSP Go schlechter ist als der von der PSP 3000, ist aber nicht. Hätte ich aber fast gedacht. So, eigentlich brauche ich euch hier gar nicht viel zu zeigen, obwohl passiert ja eh nicht mehr, als dass ich das mit dem Controller steuern kann jetzt. Aber es geht. Also kommen wir auch noch zu dem nächsten Hardware-Feature von der PSP Go. Das sind diese zwei Rundungen hier, die ihr sehen könnt. Das ist Gummi. Damit verrutscht eure PSP Go nicht. Also ich kann hier den ganzen Tisch wackeln, aber das Ding bleibt da, wo es ist. Und ich kann auch hier ganz schnell... Ups, doch nicht so fest. Kann ich auch ohne Probleme die PSP Go auf und zu poppen. So, zeigen wir euch nur mal schnell, wie das geht. Also, das zum Beispiel, das Feature ist ganz cool, wenn ihr eure PlayStation Portable am Fernseher anschließen wollt. Beziehungsweise dann so eine Docking Station dafür habt. Funktioniert das dann wunderbar und ihr könnt auch über den Fernseher spielen oder wenn ihr im Zug unterwegs seid oder so, könnt ihr das Ding einfach dann auf den Tisch legen und braucht es nicht die ganze Zeit in den Händen zu halten. Außerdem habt ihr dann das coolere Gefühl von dem PlayStation Controller. Muss man halt echt mal sagen. Finde ich halt schöner als das von der Go. Das haben sie halt echt nicht so toll gemacht. Naja. Da kommen wir auch zur nächsten Funktion. Die da wäre Spiel pausieren. Das heißt, wir pausieren so das Spiel komplett, können aber dann wieder in XMB und alles machen, was wir wollen. Kann ich auch gerade mal so lassen. Ich habe ja den Controller. Noch mal schnell erklärt, dass das da geht. So. Und wir können jetzt, falls ich überhaupt was habe, nein, hier nicht, können wir jetzt einfach das machen, wo wir Bock drauf haben. Können wir jetzt einfach weiter Musik hören, wenn wir Bock haben. Und ja, können das machen, was wir Bock haben. Und wenn wir dann darauf keine Lust mehr haben und wir weiter zocken möchten, gehen wir einfach auf Spiel fortsetzen. Und er lädt. Und mit einer kleinen Pause geht's dann auch wieder weiter. So, das war mein kleines PSP Go Overview Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich gehe auch in einem nächsten Video mal auf die PSP Go Rewards und auf diese Gran Turismo Portable für PSP Go umsonst Geschichte, gehe ich da mal ein bisschen näher ein. Das war's von mir, bis zum Teil 2.